Da könnten wir doch gleich ein bisschen Nachschub reinschmeißen. Es bietet sich an. So, jetzt jeder noch ein. Dann bleibt wieder ein Eimer übrig. Meinetwegen, dann ist es eben so. Dann nehmen wir hier gleich Glas mit. Schmeißen da nochmal Sand rein und Kohle. Müssten wir, glaube ich, aber diesmal erst abbauen. Da haben wir echt nicht mehr viel. Ja, und dann machen wir eben das Lava-Vorkommen dann noch schnell leer. So viel ist es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich konnte 28 Eimer zusätzlich mitnehmen. Also so. Die Stöckchen könnte ich wegschmeißen, das heißt, ich könnte noch einen Eimer mitnehmen. Stockis, ab in Müll. Ich meine, gut, ein bisschen Kohle haben wir noch. Wir legen das danach einfach wieder rein. Das heißt, wir holen sie doch gleich hier. Ich lagere das Glas mal. Oh. Oh. Wie schön. Wir haben ja sogar ein bisschen Glas auf Vorrat. Das. Ich bin ganz ehrlich, wusste ich nicht mehr. Ich möchte mich aber auch ganz bestimmt nicht darüber beschweren. So. Das schöne neue Sandgedöns. Das brauchen wir jetzt praktisch einfach mal ganz schnell wieder auf. Aber das gönne ich mir, ne? Wir haben momentan noch genug. So. Das war's mit Kohleblöcken. Nochmal können wir nicht alle Öfen anschmeißen. Das ist natürlich blöd. Aber dafür werden wir da jetzt Kohle farmen ohne Ende. Schön mit Glück drauf. Wir sind hier immer noch bei 2, ne? Ah, ich hätte immer noch so gerne Glück 3. Aber es ist halt alles nicht so einfach. So, dann haben wir hier auf jeden Fall sehr bald sehr viel Glas. Glas braucht übrigens auch zeitnah seinen eigenen Lagerplatz. Momentan haben wir es ja praktisch beim Sand mit einsortiert. Genauso wie den Sandstein. Das wird sich natürlich früher oder später noch ändern. Also es soll zumindest nicht so bleiben. So, Kohle. 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 Das gibt auch immer wieder schöne Erfahrungspunkte. Auch darüber freue ich mich immer wieder sehr. Da muss ich nämlich nicht ganz so lange AFK angeln, um unsere Sachen zu reparieren. Auch hier müssen wir unbedingt, ne, Reparatur draufklatschen. Auch wenn ich da gerne die Effizienz auf 5 hochpushen würde. So, funktioniert das hier oder habe ich mich wieder irgendwo maßlos verzählt? Ich habe trotzdem einen Eimer zu viel. Weil ich blöd bin. Weil ich absolut blöd bin. So, dann 16 und 17. Echt jetzt? Oder habe ich aus Versehen welche aus der Kiste mitgenommen? Ich habe natürlich welche aus der Kiste mitgenommen. So, 4 Stück in diese Kiste. Vollidiot. Mann. So, dann wollen wir mal wieder zwischendurch ein bisschen was futtern. Muss ja auch sein, ne? Der Hunger ist groß auf dieser großen Erde. Wir könnten eigentlich hier auch mal ein bisschen Ranken ernten. Dafür habe ich sie da hingesetzt. Ich züchte sie zwar, aber ich ernte sie nie. Aua, was war das denn? So, lass mich in Ruhe.
Nerv nicht. Nö. Maul. So, wie kommen wir am besten überall hin? Wir müssen so oder so hier ein bisschen Stein noch wegklatschen. Die schmeiße ich aber hier noch rein. Brauche nicht. Also wenn wir ein was nicht brauchen, dann ist es Stein. Okay, das geht da hinten wohl noch so ein bisschen weiter. Na? So. Stein wieder weg. Dann haben wir nur noch dieses Becken. Aber nicht mehr lang. Das machen wir jetzt nämlich auch einfach leer. Stück für Stück. Da können wir ja nochmal laufen. Klasse. Zum Glück haben wir mehr als genug Eimer. Und ich dachte schon, es war viel Aufwand, hier diese ganzen Lavabecken zu füllen. Ich meine, da haben wir auch wirklich, wirklich, wirklich viel Lava vergeudet. Eigentlich. Die wir hätten so viel sinnvoller nutzen können. Aber wie gesagt, hätte Lichterkette. Ne? Optik ist halt manchmal einfach wichtiger. Achso, ja, hier, Kreuzung. Knapp verpasst. Sag mal, du bist... Arbeitest du überhaupt hier? So. Dann kriegt jetzt praktisch jeder 7, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Dinger laufen bald richtig lang. Oh, diese Kackstöckchen, die gehen mir echt auf den Sack. Hier, komm, ab in die Ecke. Genauso mit den Fäden. Braucht man nicht. So, 16 und 12. 1, 2, 3, 4. Da machen wir die nochmal voll. Und ich glaube, dann dürfte das Lavabecken endlich leer sein. Und die Öfen sind dann sehr, sehr voll. Da könnten dann sogar fast genug Lava-Eimer drin sein, um allen Stein, der da drin ist, zu brennen. Da ist nämlich gar nicht mehr so viel drin im Vergleich jetzt zu so viel Lava. Dum, 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 dum. So, schauen wir mal. Ne, das ist ja jetzt nicht mehr viel. Ah, noch eine Schicht runter. Das kann sogar praktisch sein. Weil dann haben wir noch mehr Lava. Ich glaube, so Grundsatzding... Oh, Diamanten. Wir haben hier sowieso mehr Lava, als wir überhaupt brauchen können. Okay, 4 noch. Dann wollen wir mal. Ich laufe gerne auch nochmal. Auch wenn der Weg tatsächlich echt weit ist, man müsste fast irgendwo einen Geheimgang machen, dass man da ganz schnell hinkommt. Vielleicht auch einfach mit einer Güterlore, die die Lava dann schon dahin bringt. Aber ich möchte hier nicht alles noch zusätzlich unterkellern. Ich meine, wir sind schon echt weit unten. Und wenn wir jetzt hier noch irgendwas unterkellern, werden wir Probleme bekommen mit Bedrock. Ich hatte nicht vor, Bedrock wegzucheaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. So langsam aber sicher füllt sich das hier alles. Jetzt müsste der Stein bloß schneller brennen. Dann wäre alle tutti. Okay, hier ist nirgendwo mehr Eimer übrig. Ne? Das haben wir alle schon. Okay, wir haben jetzt noch 9 Eimer. Das heißt 10 volle, die wir natürlich gerne verteilen können. Aber ich denke fast, die reichen nicht mal. Aber ich will das Lavabecken da eigentlich schon leer machen. Wir schauen mal, wie viel übrig bleibt. Zur Not mache ich noch ein paar Eimer und lager die einfach zwischen. Oder wir schmeißen halt die anderen Öfen doch noch an. Wobei sich das dann vermutlich nicht rentiert. So viel Lava dürfte es dann doch nicht sein. Okay, es geht unten drunter nochmal weiter. Boah, ich will die Diamanten. Ja, komm. Ein paar Eimer machen wir noch. Wir haben ja mehr als genug Eisen. Dann fülle ich jetzt erst einmal die Öfner komplett auf. So dass da keine Truhe mehr Inventarplatz hat. Dann machen wir einfach noch ein paar Eimerchen. Und lagern die hier wieder rein. Das ist jetzt vorläufig erstmal unsere kleine, aber feine Lava. Wieso? Okay, ich habe irgendwo einen. Ja, gut. Passiert. Das ist dann praktisch unsere Lavatruhe. Ein Glück brennt die nicht. Warte mal, ich hab aber jetzt nicht die Lava da hingesetzt, oder? Nee. Das wäre mir tatsächlich eigentlich auch zuzutrauen. Und es wäre leider auch nicht das erste Mal, dass das passiert. So, hier ist voll. Hier ist voll. Hier ist voll. Hier ist voll. Weißt du was? Komm. Ich gönn mal. Wenigstens ein bisschen. Dann geht das hier wenigstens ein kleines bisschen weiter. Den Eimer kann ich ja gleich wieder raushauen. So. 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 Wir brauchen mehr Eimer. Ich hole einfach Eisen. Wir ersticken ja sowieso im Eisen. Und dann krabbel ich das da nochmal schnell alles ab. Okay, kein Besuch, das ist sehr schön. Ich habe hier lange nichts mehr sterben gehört. Hallo? Wird eigentlich doch auch mal ein bisschen Zeit wieder, ne? Könnte allerdings auch daran liegen, dass wir im Nether waren. Oder? Nein. Ah, Mist. Ich weiß es. Und ich bin ganz ehrlich, das mache ich mit euch jetzt ganz schnell im Creative Mode. Wir haben, als wir vom Dschungel nach Hause gekommen sind, ja, da haben wir auf friedlich geschalten. Und diese ganze Maschine hier funktioniert nur durch diesen Zombie, der natürlich, wenn wir auf friedlich schalten, nicht mehr da ist. Aber jetzt da einfach wieder einen reinzusetzen, ganz ehrlich, das dauert mir dann doch zu lang. Das heißt, das mache ich jetzt einfach mal so. Heißt allerdings auch, ich brauche wieder einen Name-Tag. Ah, da hätte ich drauf achten müssen.
Also ihr dürft jetzt einmal live zuschauen, wie ich hier schummel. Es tut mir leid. So, mal kurz einen Amboss. Und ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich da ewig nichts mehr höre. Sehr suspekt. Es ist natürlich nicht mehr die Versuchsperson 1. Das wäre gelogen. Es ist jetzt die Versuchsperson 2. So, das ist Müll. Dann brauche ich ein Zombie-Spawn-Ei. Nein, schon ein ganz normaler Zombie. So, Müll. Oh. Ja, und schwupps, dürfte das Ganze wieder funktionieren. Die müssen ja diesen Kack-Zombie sehen. So, dann machen wir hier wieder kurz in den Spectator, damit ich hier rauskomme. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte das niemals tun. Aber es musste jetzt eben sein. Vor allem, ich habe vorhin noch vor der Aufnahme dachte ich mir so, normalerweise, jetzt müsste die Kiste auch eigentlich schon langsam wieder voll sein. Diese nächste. Ich darf halt grundsätzlich einfach nicht mehr hier auf friedlich schalten. Uiuiui. Das muss ich mir merken. Oder ich muss mir eben dann auch merken, danach da wieder einen Zombie reinzusetzen. Und ich bin ganz ehrlich, den würde ich auch zukünftig wieder im Creative-Modus reinsetzen. Das ist nämlich echt anstrengend. Bis man die da überhaupt mal drin hat. Das war jedes Mal sehr großes Gefummel. So, ich bräuchte noch 10 Eimer. Dann könnte ich nämlich zweimal das Inventar voll machen. Also 30 Eisen. Dann haben wir zweimal Inventar voll. Das ist gut. So viel werden wir wahrscheinlich da gar nicht mehr rauskriegen aus dem Lavasee. Aber sicher, sicher. Besser haben als brauchen. Schade, da haben wir tatsächlich einiges an Eisen verschenkt. Ich meine, gut, wir hätten es jetzt nicht so nötig, ne? Machen wir uns nichts vor. Aber ich möchte trotzdem nicht verzichten. Wir werden immer wieder Eisen brauchen. Und ich möchte auch zukünftig so richtig schön verschwenderisch damit umgehen können. Ich möchte ungern hier verbrennen. Wäre echt nicht cool. So, komme ich. Ich komme da nicht ohne weiteres hinter. Diamanten baue ich mal kurz mit Behutsamkeit ab. Für später. Müll. Ich möchte nämlich tatsächlich die Diamanten auch erst später holen. Ich habe da nämlich gerade gar keinen Platz für. So. Das kann weg. Das kommt doch. Oh, weiß ich, schmeiß da gerade schön Bruchstein in die Lava und nehme gleich wieder was auf. Das muss doch echt nicht sein. Oh, das geht ja doch noch ein ganzes Stück weiter. Oder auch nicht. Sah bloß so aus. Eigentlich sollte das hier inzwischen aufhören.
oben dürfte gar nichts mehr sein. Okay, ich kann... Gut, dann nehme ich die Diamanten halt doch gleich mit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dafür noch Platz habe. Ja, hier rum. Hier rum, darum. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Diamanten wir momentan eigentlich haben. Weil ich die, glaube ich, in der letzten Zeit dann immer mit Behutsamkeit abgebaut habe und schon ewig, ja nicht mehr so richtig. Ich glaube unter anderem, weil ich das dann eben mit der Glücksverzauberung machen wollte. Miau. Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Endlich wird ich wieder gestorben. So, das sind 12. 19. Und ein Block. Ja, das ist okay. Das kann man schon mal machen so. So, eigentlich wollte ich auch bloß Lava holen, bis der Sand fertig ist. Ich gehe fast davon aus, dass es schon soweit ist. Aber jetzt machen wir den Lavasee da noch gar weg. Ehrlich, ne? Verschwenderisch. So, eins. Eins. Dann würde ich sagen... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.